Hallo, liebe Freunde, willkommen auf Framecamp TV, der nur noch besten Kanal auf YouTube. Jetzt wieder geschafft, hier einzuschalten. Das erfreut uns natürlich, aber hier ist keine Einschaltpflicht. Wenn ihr irgendwas verpasst, dann habt ihr halt Pech gehabt, Freunde. Aber alle, die das sehen, nice, schon mal was geschafft heute, so lobe ich mir das. Heute, Freunde, müssen wir euch eine Geschichte erzählen, die sich in euch ereignet hat. Ihr seht es am Titel. Ich war auf der Straße, Freunde. Ich war Jogginghose, obdachlos. Aber wie ist es dazu gekommen? Die Geschichte fängt an, Freunde, wir gehen feiern. Ich, Abdel am Start. Ja. Und Abdel, echt, das ist sau oft so. Das stimmt nicht. Man geht durch einen Club oder geht irgendwo längst. Dann guckt man so, ist der hinter einem, geht weiter, guckt so weg. Hä, aber diesmal war es genau andersrum, Boydi. Was? Wir gehen zusammen feiern und ich bin voll fokussiert auf euch, Boydi. Dann geht mal einmal so mit seinem Getränk, guckt einmal nach hinten weg. Auf jeden Fall, ja, auf wir jeden haben Fall. Uns irgendwie verloren. Dann weg, Abdel weg und man steht da so, ich finde das so nichts Unangenehmeres als alleine in einem Club. Ja, dann stehst du da so, was willst du machen da alleine? Ich hab Hass gehabt, ich hab richtig Hass gehabt. Auf einmal bist du weg, ich kann dich erreichen, ich gehe nochmal hoch zu Niklas und so, frag die, yo, habt die andere gesehen? Ja, nee, die waren gerade noch kurz hier. Ja, ja, cool, dann laufe ich erstmal 800 Runden, um dich zu finden. So. Was passiert? Ich dann, ja, okay, ich finde den nicht mehr. Bumm, ab nach Hause. Okay, ich komme zu Hause an. Was passiert? Keiner macht auf. Ich klingel 1000 Mal hier einen Ausschnitt. Ey, ich stand da 10 Minuten. Ich klingel 10 Minuten. Es macht keiner auf. Es war aber schon mega spät. Karma! Tief in der Nacht. Warst du da schon zu Hause, Boydi? Nein, Karma, nee. Weil er mich da allein gelassen hat. Ja, war da nicht. Ich bin auf dieser Straße. Ihr seht es. Ich bin tot. Oh. Ey, ist 5 Uhr nachts. Ich war gerade feiern mit Abdel. Auf einmal Abdel weg. Denke ich so, ja scheiße, affe ich jetzt alleine im Club. Will nach Hause, merke, fuck, kein Schlüssel. Ich klingel da halt in unserer WG. Keiner macht auf. Die pennen alle oder so, keine Ahnung. Handy alle aus, schreiben nicht. Und diese Klingel, wir machen die halt manchmal aus, weil da so Fans immer oder so manchmal hier klingeln halt wie so Affen, Alter. Deswegen machen wir die nachts aus. Und wahrscheinlich ist die gerade aus. Das heißt, die hören gar nichts. Ich komm, oh, Alter, ist mir kalt. Ich komme nicht in diese Wohnung, Freunde. Ich gebe gleich ein Update. Und ich wusste halt echt nicht, was ich machen soll. Ich habe auch probiert, Steine hier ans Fenster zu werfen. Was? Es hat wirklich nichts was gebracht. Und es war, ey, es ist eisig kalt noch. Es ist so super kalt. Manchmal scheint hier zwar die Sonne wie jetzt, aber jetzt ist auch gerade minus 5 Grad. Bin auf dieser Straße, warte, warte, es kommt keiner. Bin jetzt eine halbe Stunde hier. Abdel kommt nicht. Ich friere hier mir den Arsch ab, Alter. Ich muss irgendwie gucken, wie ich jetzt reinkomme. Ich probiere nochmal Klingel und dann, keine Ahnung, Alter, ich muss rein jetzt. Dann, weil ich dachte, irgendwann kommt Abdel vielleicht und er hat einen Schlüssel, kam nicht. Was hast du da die ganze Zeit gemacht? Kann ich auch nicht kommen, wenn ich wie ein Formel-1-Auto durch diesen Club rumlaufe, hin und her und locker habe ich ihn... anderthalb Stunden gebraucht habe, um zu checken, dass du nicht mehr da bist. Okay, zu seiner Verteidigung. Während ich am Laufen war, bin ich ab und zu mal an der Bar stehen geblieben. Ja, weiter. Sonst eigentlich ab der war schuld, aber diesmal war ich es. Also diesmal hat er mich nicht verraten. Okay, und dann? Okay, so, dann, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll und klingel dann bei Nachbarn, Mr. Bolton, Miss Back Business. Irgendwer hat mir dann die Tür aufgemacht, diese Haustür, aber die Wohnungstür war nicht offen, genau. So, Freunde. Und dann ging's los, die Mega-Agenten-Aktion. Wie hab ich's geschafft, in diese Wohnung zu kommen? Das seht ihr jetzt. Ich hab's geschafft, in das... Boah. In den Flur zu kommen jetzt, Freunde. Ich hab mich erstmal kurz aufgewärmt. Hab an dieser Tür geklopft, da geklingelt, da macht keiner auf. Freunde, ich muss jetzt irgendwie in diese Wohnung. Ich zeig euch wie. Ich muss hier jetzt runter. Oh, fuck, Alter. Bolzen kriegt einen Raster, Alter. Mr. Bolzen ist back. Ja, und er sagt wieder: Einbrecher, Alter, so, ich hoffe, ich komme da jetzt irgendwie rein. Oh mein Gott, hä, der liegt da einfach und pennt. Oh mein Gott, Alter. Der checkt gar nichts. Oh mein Gott. Alter, hörst du die Klingel nicht?
was? Ich habe tausendmal geklingelt, ich bin seit dreiviertel Stunde draußen. Was? Ja, wieso pennst du da? Ich bin hier eingeschlafen. Warum liegst du denn nicht in dein Bett? Alter, saukalt. Und ihr habt's gesehen, Cengiz liegt hier einfach, da wirklich so und macht diese Tür nicht auf. Wie kannst du das denn nicht hören? Ja, du hörst hast du hier gegengeschlagen? Nein, nein, ja, hier, ich habe hier gegengeschlagen, dann hat er wach aufgemacht. Aber auch wirklich, weißt du noch, als wir diese Monster Rossi immer getrunken haben? Ja, ja. Und da hatten wir doch mal so eine... Ja, das ist ein Kreislauf zusammen. Ja, ja, hatten wir doch mal. Das war das Schlimmste, wir waren da wirklich immer... Kreislauf, voller Seele raus war. Jan und ich haben am Tag da ja. was gegessen, was Sarah uns empfohlen Enchilada. Hat. Das heißt, Quesadilla. Ach so, ja. Scheiße, stimmt. Enchilada? Enchilada ist doch nicht dasselbe? Quesadilla. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und das war in so einem Laden, Alter. Also das hat schon gut geschmeckt, aber das hat einem wirklich die Seele ja. geraubt, wirklich. Und ich war komplett kaputt ich von auch, diesem ich Essen. Auch. Konnte mich einfach nicht mehr... ich dachte, das wäre Geschenk, was sie da gerissen ja, Mann, aber ist doch egal. Essen. Check doch. Du willst doch verstehen, du kleiner... Ja. Ja, hör doch zu. Was zu trinken. Ja. Nicht Quesadilla, Mann, dieses Beto Rossi da wieder rein. Beto Rossi. Ja, Mann. Ja. Ich tritt euch gleich in die Fresse, ihr Fratz. Auf jeden Fall hat er das nicht gehört. Jan war da im Fortnite-Spiel mit Kopfhörern auf. Ja. Und ich kam nicht in diese Wohnung und musste hier so eine mega, mega... Nee, aber Moment mal. Also, guck mal. Cengiz lag hier, ne? Ja. Und du warst hier, einen Meter weg. Ja. Und du hast so gemacht? Ja, da wurde er war. Ach so, ich dachte, aber das der, hat er war gehört. Hier und hat Murky es gehört. Er hat halt diese Klingel nicht gehört. Und ich habe da tausendmal geringt, Freunde, geschellt. Hey, ich höre sowas auch nicht. Ich denke immer, es klingelt in meinem Kopf, weil ich am Träumen bin. So, ja. Kommt der das hört sich jetzt wieder behindert an. Nein, klingelt in meinem Kopf. Ich wusste, wer ich das gerade habe. Ja, und dann? Ja, Freunde, das war wirklich... Ich dachte, oh mein Gott, ich muss hier auf der Straße sein und erfrieren. Ich hatte auch kein Geld mit, nichts, gar nichts, kein Schlüssel. Das war echt, Freunde, wo ich dachte, pfui, pfui, pfui. Ganz, 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 ganz wichtiges Update, Freunde. Wir haben ganz, ganz viele Nachrichten über einen ganz, ganz langen Zeitraum bekommen, wo gesagt wurde, yo, man kann euch ja gar nichts schicken, weder Briefe noch Pakete. Und wir haben ein Postfach aufgemacht, beziehungsweise geregelt, dass ihr was schicken könnt, dass das zu uns ankommt. Ihr seht das hier eingeblendet, steht auch noch mal in der Beschreibung drin, wo ihr Sachen hinschicken könnt. Freunde, bitte schickt kein Essen dahin, keine selbstgebackenen Kuchen oder so. Das isst keiner, kein Mensch würde... Doch, Abdel wird die probieren, oder? Keiner wird das, na, kann ja sonst... Ich mal Socken zu schicken, meinst du? Ja, also wir hatten sowas mal gehabt und dann war da eine Kiste und dann wurde da... Das ist jetzt kein Aufruf, dass ihr das schicken sollt. Aber da war wirklich Klopapier mit... Also benutztes Klopapier ja. da. Ja. Nein! Mit Scheiße. Oder? Nein! Als wir damals in dieser... Oh mein Gott! Scheiße! Punk-WG waren wirklich. Ach, ja, ja, das war richtig eklig. Oh mein Gott, wie, was hat dieser Mensch denn gemacht? Ja, und dann Namen schreiben. Da stand so ein Brief war da mit bei. Und dann hat er da geschrieben, dieser Geruch wird nach einem Menschen riechen, den ihr in Zukunft treffen werdet. Der da heißt dann Abdel. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Also Leute. Finger weg! Du hörst auch noch so richtig. Ja, ich glaube, das ist so, dass der sagt, ich finde eure Videos scheiße und deswegen macht der ja. Scheiße oder so, aber Mensch, ich denke mir, welcher Mensch. Nein, Abdel. Ja. Also, ihr wisst Bescheid, schickt uns Sachen, schickt uns irgendwelche vielleicht so geile Spielzeuge, so verrückte Sachen, womit man sich gegenseitig nerven kann, keine Ahnung, irgendwas Verrücktes, schickt uns das zu, dann werden wir das hier in die Videos integrieren. Testepestwürden von Fans. Ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen hoch da, schaltet wieder ein hier bei TV, wenn ihr Bock habt. Das war's heute von uns. Einen angenehmen Tag noch euch. Ciao, ciao. Freunde, schickt mir ein 64-Spieler. Ich hab noch eine. Danke. Nice, schickt mir ein paar Kondome hin. Heavy on my feet.